Hallo, hier ist Patrick und ich störe ungern, deswegen kurz und knapp und knackig ein allerletztes Wort zum Crowdfunding meines neuen Filmbuchs Trauma TV, Grusel vor der Glotze. Heute ist der 4. März 2022 und damit der letztmögliche Termin, der letzte Tag, an dem ihr dieses Filmbuch noch mit einer Vorbestellung ermöglichen könnt. Ich sag's deswegen nochmal ausdrücklich und ausführlich, weil eben Menschen bis zur letzten Sekunde viel zu spät zu bekommen und sagen, hättest du mal früher was gesagt, ich wäre gern dabei gewesen. Also, falls ihr dieses Filmbuch mit einer Vorbestellung ermöglichen wollt und eben auch euch damit ein exklusives Exemplar sichern wollt für euer Filmbuchregal, dann geht auf startix.com/traubertv. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt bei diesem Vorhaben. Es wird ein cooles Filmbuch und ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Also, letzter Tag, seid dabei. Wenn nicht heute, dann nie. Wortwörtlich zu nehmen. Also, Dankeschön. New York. Eine Stadt, in der die Gewalt regiert. Wo der Terror zur Gewohnheit wird. Und niemand den Mut hat, sich zu wehren. Erst mal abgesahnt, Alter! 3 Morde, 4 Vergewaltigungen und ein 30 Überfälle. Das ist kein Bezirk mehr, das ist Kriegsgebiet. Doch einer nimmt den Kampf auf. Stellt sich der Bedrohung. Charles Bronson. Wo liegt das Problem? Dass du gleich die Hocke machst. Eswish 3. Ihre nächtlichen Aktionen bringen sie in den Knast. Es sei denn, sie arbeiten ab heute für mich, Mister. Die Bürger müssen sich endlich bewaffnen und zurückschlagen. Ich werde mich rächen. Da ist der Kerl. Den knöpfe ich mir selbst vor. Er ist zwischen die Fronten geraten. Heute wird abgerechnet. Er wird ihr Kopf rollen. In einer Welt, die wahnsinnig geworden ist, gibt es nur ein Gesetz. Und das ist seins. Charles Bronson. In Deathwish 3. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 412 des Banus Kino Podcast. Und ich wollte mal eben sagen, wir können alles. Wir sind die Größten. Hallo Daniel. Hallihallo. Und vor allem sind wir total beschwingt heute Abend, ja. Sind wir das, tatsächlich? Na, so deine Anmoderation zufolge schon. Ich bemühe mich. Du hast ja im Vorfeld verkunden lassen, das ist irgendwie heute nicht deine Nacht. Und ich meine, in meinem Fall gilt Ähnliches. Ja, aber ich dachte auch an diesen alten Happy Kerkeling-Sketch, wo er ein fröhliches holländisches Volkslied singen wollte und ging an mit Depressionen. Ja, so in etwa fühle ich mich heute. Aber die Filmauswahl, die uns heute Abend erwartet, sollte mir ja eigentlich zumindest das ein oder andere Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und wenn es nur gehässiger Natur ist. Ich hoffe, unser Publikum reagiert nicht allzu gehässig, denn die beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, sind mehr oder weniger schwer zu bekommen. Insbesondere der Außenseiter, Le Marginal, über den wir als allererstes reden, von Jacques Derain mit Bebel. Genau, und vielfach gewünscht, nachdem Belmondo unlängst von uns gegangen ist. Mhm. Und etliche unserer Hörer gesagt haben, ja, ist ja schön, dass ihr den Profi macht, aber warum redet nicht über den Außenseiter? Ja, was wir hier betonen. Unsere Antwort war, ja, wir rankommen verdammt noch eins, aber ne, Mittel und Wege später können wir auch endlich über den von Rainer Brandt synchronisierten 83er Actionfilm sprechen. Gutes Ding. Ob es ein gutes Ding wird, das wird später zu beurteilen sein. Richtig. Genau. Richtig. Henry Silva hat uns natürlich auch gleich angelacht im Cast und natürlich dazu Musik von Ennio Morricone, an der Kamera Xaver Schwarzenberger, also einfach auch hinter und vor den, in den Kulissen herausragend besetzt. Und zum Zweiten sprechen wir über Death Wish 3 mit der römischen Bezifferung nur in der deutschen Übersetzung im Original Death Wish 3 mit der numerischen 3, der Rächer von New York mit Charles Bronson, also das zweite Sequel in der Ein-Mann-sieht-Rot-Reihe. Und warum sprechen wir über das zweite Sequel? Cool, weil ich der Auffassung war, es sei das unterhaltsamste der ganzen Reihe. Mhm. Auch da wirst du mir dann recht geben oder sagen, Patrick, so geht das nicht. Das würde ich ja niemals wagen. Worauf ich allerdings hinweisen möchte, ist, dass beide Filme rein politisch jetzt so ein bisschen abwegig sind. Das war die große Gemeinsamkeit, ne? Ja, also sagen wir mal, nicht etwas, was ich so unterschreiben möchte, muss aber sagen, beide auch durchaus unterhaltsam, während sie gleichzeitig eigentlich so gut wie nichts an Handlung zu bieten haben. Ich bin erleichtert, das zu hören, denn tatsächlich insbesondere beim Außenseiter bin ich relativ bald ausgestiegen. Also so auf halber Strecke dachte ich mir, okay, das ist jetzt eigentlich nur eine Schnitzeljagd, ohne wirkliche
wirklich einen Sinn und Verstand oder Hand und Fuß? Also das führt eigentlich nirgendwo hin. Da werden Namen genannt von wegen, ich suche Freddy den Dealer, den Drogenkoch, nur damit eben Freddy der Drogenkoch 30 Sekunden später ins Gras beißt und Bebel, also Jordan, wie er heißt, sich auf die Suche nach einer neuen Figur begibt und dachte mir, Beno, ich das? Habe ich nicht aufgepasst oder ist das einfach komplett sinnfrei? Ich habe so das Gefühl, dass das gesamte Drehbuch ist irgendwie auf einer Papierserviette in der nächstgelegenen Brasserie geschrieben worden. Und nachdem es alles aufgeschrieben wurde, kam Belmondo vorbei, hat die Papierserviette zerknüllt und gesagt, pass mal auf, eigentlich ist mir völlig egal, was wir drehen. Hauptsache, wir haben alle 5 Minuten einen Stunt, den ich selber mache und das Publikum kann den Atem anhalten, wie ich alter Mann hier noch irgendwie vom Hubschrauber springe. Alter Mann ist gut. Ich finde, er sieht doch mal 10 Jahre älter aus, als er ist. Also er ist 50 total, und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, aber er wirkt schon sehr, sehr viel vertrockneter. Also ich meine, er scheint ja relativ gut durchtrainiert zu sein, aber ich habe so das Gefühl, also ich weiß nicht genau warum, aber wenn ich an Belmondo denke, dann habe ich halt vor allem außer Atem im Kopf. Ja. So, und wenn ich ihn halt in späteren Jahren sehe und er halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Rustikaler aussieht? Er sieht halt einfach so ein bisschen, ja, aufgedunsen. Also wir sagen, als hätte er eigentlich irgendwie grundsätzlich zu seinem Polerotier halt immer den Rotwein rausgeholt. Aber auch gleich eine ganze Flasche. Also so ein bisschen ein Phänomen, das man häufig bei französischen Schauspielern hat, habe ich so das Gefühl. Also, ja, und insofern, es gibt ja nicht nur einen politischen, tonalen Brückenschlag zwischen den beiden Filmen, auch altersmäßig oder betreffend die Überschreitung des Zenits ihrer körperlichen Fitness hat eben auch Charles Bronson hier schon das Beste hinter sich, muss man sagen, in Death Wish 3. Ich hatte ihn deutlich jünger und fitter in Erinnerung, guckte dann aber nach und dachte mir, hey, natürlich ist er nicht jünger und fitter, erst zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Mitte 60. Also, ja. Gut, wobei man argumentiert könnte, andere wie Liam Neeson schaffen das auch, aber sei es drum. Der Außenseiter, genau, damit fangen wir an. Inhaltsangabe hat geschrieben Moonshade, wie könnte es anders sein? Natürlich. Und er schreibt, Philippe Jordan, Jean-Paul Belmondo, ist nicht gerade der Polizist, der sich jede Behörde wünscht, denn seine Methoden und Vorgehensweisen stehen in keinem Handbuch, immer geradeaus und immer auf die 12. Das ist sein Leitspruch. Und wenn seine Nase ihm sagt, dass etwas nicht stimmt, zerlegt Jordan schon mal die halbe Stadt oder wird handgreiflich. Abgesehen hat er es auf den Gangster und Drogenboss Mekachi, das ist Henry Silva, der sich jedoch gut hinter seiner Verbrecherorganisation versteckt. Eine Leiche in Jordans Wohnung kann diesen dann aber trotzdem nicht stoppen, ebenso wie seine Versetzung von Marseille nach Paris, glaube ich. Auch das wird nicht wirklich so thematisiert. Es wird einem fallen gelassen, ohne dass es, glaube ich, jemals sowas gibt wie ein Establishing-Shot. Ja, aber ja. Vielleicht habe ich den auch verpasst. Um mal kurz reinzugrätschen, so etwa nachdem wir eine Viertelstunde aus Marseille raus waren, fragte ich eben meine Partnerin beim Gucken, sag mal, sind wir jetzt eigentlich noch in Marseille oder sind wir in Paris? Weil ich meine, wir haben zwischendurch einen Arc de Triomphe gesehen, aber den gibt es ja auch in jedem Dorf. Also von daher sagt mir jetzt nichts, ob es jetzt unbedingt der an der Champs-Élysées ist oder sonst wo. Marseille wird zu Beginn einmal erwähnt und dann wird ihm eben sein neues Büro gezeigt, beziehungsweise sein neuer Schreibtisch in dieser Bruchbude von Polizeikommissariat und dachte, ah, okay, das muss Paris sein, alles klar. Ja. Es ist echt seltsam, ne? Also es ist aber auch seltsam, ne? Er ist so praktisch während der musikalisch von Ennio Morricone unterstützten Zugfahrt zu Beginn des Films, sitzt er da, guckt versonnen aus dem Fenster und liest in der Zeitung einen Artikel über sich selbst, dass er nämlich jetzt nach Marseille versetzt wird, aus Paris. So, der Vorspann ist vorbei, er stürmt in ein kleines Café, mischt irgendwie die Leute auf, er hat irgendwie das Gefühl, der weiß ganz genau, nach dem, wem er sucht, wer da was ist und wo und sowieso, und danach geht er raus und er kennt jeden. Jeden. Und der ist so bei mir, ja, hatte er schon mal in Marseille zu tun oder ist einfach zwischen der Zugfahrt am Anfang und all den Szenen danach ist jetzt einfach so ein langer Zeitraum vergangen, dass er sich halt einen Namen gemacht hat in Marseille, aber es wird halt nie irgendwie erwähnt. Dann geht die ganze Geschichte da mit dem Hubschrauber und den Drogen und Mekanchi da hinten los und dann ist er eben offenkundig in Paris, weil wir sehen ja einen Triumpharsch. Und dann sind wir aber eben in dieser Bruchbude und ja, es wird aber nie wieder erwähnt, dass wir wirklich in Paris sind. Sie geben sich auch nicht viel Mühe, halt sowohl Marseille als auch Paris, als Marseille und Paris so herauszustellen, dass es irgendwie für die Handlung wichtig wäre. Also, warum der am Anfang im Zug sitzt,
so lässt sich ungefähr die gesamte Handlung zusammenfassen. Ich bin, wie gesagt, ich bin erleichtert, dass es dir ähnlich ging und eben deiner Liebsten auch. Also das nimmt mir die Last von den Schultern, beziehungsweise das schlechte Gefühl, den Film geguckt zu haben und mich die ganze Zeit dabei gefragt zu haben, bin ich zu doof für diesen Film? Warum kann ich das nicht nachvollziehen? Weil es gibt ja schon sowas wie eine Handlung, aber sie hat eben eher so perfunktorischen Charakter. Will heißen, sie ermöglicht Bebel eben möglichst viele Actionsequenzen hinter sich zu bringen. Wie du schon sagst, also alle plus minus 10 Minuten muss eben das Jackett weichen, dem verschwitzten T-Shirt oder Hemd und dann rennt er durch die Straßen, rollt sich Abhänge runter, lässt sich von Helikoptern durch die Gegend fliegen, darf eine Autoverfolgungsjagd hinter sich bringen und so weiter und so fort. Sieht doch alles ganz toll aus, aber am Ende des Ganzen, 100 Minuten später, fragt man sich dann doch, okay, und warum das Ganze und warum verschwindet Henry Silver gefühlt für 80 Minuten aus der Handlung, nur dann, um dann irgendwie 3 Minuten Verschluss nochmal aufzuschlagen? Als der große Gegenspieler, der er gar nie war und eigentlich immer nur namentlich genamedroppt wurde über die gesamte Handlung hinweg, weil ich glaube, die treffen sich kein einziges Mal. Nee. Trotzdem begegnen sie sich so 3 Minuten Verschluss, als seien sie die allergrößten Erzfeinde, nur damit Bebel das Ganze eben recht fix hinter sich bringt und sagt, okay, das war's, Abspann. So. Das war der ganze Film. So. Wie hat dir den gefallen? Ja, im Prinzip genau so. Ne? Also ich hatte schon Spaß dran. Also, weil du hast ja völlig recht, die Stunts sehen halt wahnsinnig gut aus. Und dadurch, dass Belmondo halt einen Großteil davon selbst gemacht hat und zumindest vermutlich bis zu genau dem Moment, wo es halt dann zu gefährlich wäre, hat das eben auch, sagen wir mal, wenig dramaturgische Nuancen, aber zumindest hat es eine dramatische Komponente. Ne? Weil, ganz ehrlich, also wenn eben tatsächlich Kommissar Philippe Jordan halt an dem Hubschrauber hängt und dann eben auf das fahrende Motorboot springt, also, sagen wir mal, das kann man auch, glaube ich, dynamischer inszenieren. Und ich glaube, es könnte alles in allem einfach auch actionreicher sein und all das und mich auch als Zuschauer mehr reinziehen. Wenn mir aber, und das tut der Film ja sehr bewusst und sehr gut, aber gezeigt wird, dass Jean-Paul Belmondo am Hubschrauber hängt und versucht, auf ein fahrendes Motorboot zu springen, dann kriegt es eine ganz, ganz andere Komponente und für die bin ich ja da. Wobei, den Sprung selber hat er nicht gemacht. Nein, er sieht zumindest so aus, als würde er gleich springen wollen. Ja. Das ist richtig. Ne? Und das alleine, ganz ehrlich, ich würde mich vermutlich nicht unbedingt irgendwie an einem Hubschrauber hängen mit offener Tür. Also von daher finde ich das schon alleine bewundernswert. Und auch andere Dinge, wie dass er, keine Ahnung, auf ein Auto springt oder eben relativ von weit oben runter plumpst oder sowas und einfach quer durch die, über die Autobahn joggt und auf dem fahrenden, das ist so ein Autoanhänger Dingens. Hobbs und so. Also das sind alles schon Sachen, die sind schon sehr, 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 sehr gut und die sind schon ganz, ganz klasse inszeniert, aber sie sind halt auch immer so inszeniert, dass mir bewusst ist, dass zumindest bis zu einem bestimmten Moment es eben Belmondo ist. Es ist nicht die Figur, es ist nicht der Charakter und es ist nicht für die Handlung, sondern es ist nur zu zeigen, guck mal, das macht er jetzt auch noch. Und das war so eine, ich glaube, es war auch einfach so 83, war einfach so eine Phase, wo das gerne mal gemacht wurde und sagen wir, das verkaufsfördernde Mittel war. Ich erinnere mich, selbst Dieter Hallervorden war sie nicht so blöd, sowas zu machen im Doppelgänger. Nochmal, es hat einfach mal auch Ärsche in Sitze gebracht. Ne? Ja. Im Kino. Und das ist schon, das finde ich, und zu Recht, weil es sieht eben auch wirklich gut aus und ich sage einfach mal Hut ab, dass er eben der Meinung war, das machen zu müssen. Es hilft aber eben auch nicht unbedingt, wenn ich eben tatsächlich gleichzeitig einer Handlung zu folgen, die de facto nicht da ist und ich eigentlich, sagen wir mal, zwischen den beeindruckenden Stunts nur vermittelt bekomme, guck mal, Jordan ist ein ganz, ganz toller Hecht und so wie er es macht, ist richtig. Und auch wenn er zum Beispiel seinen etwas schlaffen Kollegen maßregelt, weil er die Prostituierte ohrfeigt, indem er den Kollegen ohrfeigt, dann soll mir das zeigen, guck mal, der ist auf der richtigen Seite, ne? Der weiß, wie man sowas macht und der andere weiß es nicht. Aber ein paar Minuten später ohrfeigt halt Jordan den Drogenabhängigen, da ist dann wieder in Ordnung. Also die Figurenzeichnung ist eben auch inkonsequent.
Aber im Prinzip geht es wirklich nur von Szene zu Szene. Mir soll immer gezeigt werden, wie unglaublich geil Jordan ist in allem, was er tut, weil er hat auch immer recht. Und die und die schnodderige Synchronisation von Rainer Brandt, über die später vermutlich noch zu reden sein wird, tut ihr Übriges, um genau diesen Effekt zu unterstreichen. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ihnen das alles nicht gelingen würde. Ja, weil Belmondo macht schon eben eine recht gute Figur in all dem, was er da tut, und ist halt wirklich ganz genau auf ihn zugeschnitten. Aber es hilft halt auch nicht unbedingt eben der Kohärenz eines Films, der vermeintlich eine Story zu erzählen. Vermeintlich, ja. Wobei ich dir dem von dir genannten, wie ich finde, wichtigsten Punkt absolut zustimmen möchte. Mission accomplished. In dem Sinn, dass eben der Außenseiter Le Marginal genau das ist, was, glaube ich, Belmondo im Kopf hatte. Einfach ein Showcase für seine Star-Persona anno 1983. Das ist eben das, wofür man ins Kino gegangen ist, um einen Bebel-Film dieser Zeit zu sehen. Da, ja. Ich meine, die Außeratemzeiten waren da lange vor. Ja, und man guckte sich eben an. Ja, das ist eine lange Zeit her, also im Filmgeschäft tatsächlich. Und Belmondo natürlich auch rein optisch und was seine Star-Persona betrifft, ein völlig anderer Typus zu der Zeit, also von dem man einfach kernige Action und markige Sprüche erwartet hat, die natürlich in der deutschen Synchronisation nochmal einen ganz anderen Charakter haben. Aber wie gesagt, dazu vielleicht ein, zwei Worte später mehr. Wobei ich sie eben, um da mal vorwegzugreifen, nicht ganz erschütternd fand letztendlich, wie ich es mir erwartet hatte, als ich hörte, oh ja, frühe 80er, Belmondo, Brandt, das könnte haarig werden. Also da gibt es als hier Spitzen, die harsch sind, aber es gibt auch sehr viele Momente, die einfach nur authentisch lustig sind. Ja davon abgesehen, tatsächlich schwer über den Film irgendwas Negatives zu sagen, weil er macht genau das, was er machen will, sehr gut. Ich finde auch die Action unglaublich kompetent inszeniert, man kann ihr gut folgen. Sie ist mehr oder weniger gut in die Handlung. Also wie gesagt, das bisschen, was da in Handlung ist, eingebettet. Ich fand zum Beispiel diese frühe Action-Sequenz, die lange, lange Zeit geht, in der eben auch über diesen Highway da jagt, relativ ermüdend, weil, man hat das ja eben schon angesprochen, einfach der dramaturgische Kontext fehlt. Die Situation, in der er dann am Ende da auf dem Helikopter landet, weil ich mich einfach frage, was macht der da genau? Genau, was macht er in Marseille? Warum kennen ihn da alle? Warum geht er in eine Kneipe und kann Leute anblaffen und alle scheinen sich dabei zu denken, oh, da ist Jordan, der König der Cops. Und frage mich auch, ist er nicht gerade da gestern hin versetzt worden? Warum sind alle so wahnsinnig beeindruckt von ihm, die verbrecherische Klientel, genauso wie seine Kollegen? Dann ist das ganze Ding vorbei und es kommen mal wieder einige Actionspitzen bis zum zweiten großen Actionhöhepunkt, nämlich diese Autoverfolgungsjagd. Und die wiederum fand ich ganz cool, weil erstmal ist sie inszenatorisch grandios. Also man ist wirklich sehr, sehr nah dran am Geschehen. Und ich habe es sehr genossen, da Belmondo in diesem Ford Mustang zu sehen, in diesem Getuten, auch wenn er noch so hässlich ist. Also ein Auto, was, glaube ich, nur irgendwie achtjährige Jungs und Zuhälter cool finden. Aber ist das so, ganz ehrlich. Aber sehr, sehr gut und packend inszeniert und vor allem eben auch in die Handlung einigermaßen gut eingebunden. Also ich habe verstanden, wen er da jagt, was ich eben bei der ersten Verfolgungsjagd überhaupt nicht wusste. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum rennt er jetzt da rum? Warum bringt er sich in Lebensgefahr? Und also ich vergesse das auch gerne mal, habe eben bei dieser ersten Verfolgungsjagd auch festgestellt, dass ich sowas brauche. Also einfach nur Action ohne Kontext ist komplett witzlos. Aber da bessert sich der Film ein bisschen. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist komplett müßig, da eben zu versuchen, sich an einer Handlung irgendwie abzuhangeln. Der Film lebt eben tatsächlich von diesen kurzen Momenten, die, also genauso wie der Titel im französischen Original, nämlich marginal halt irgendwie miteinander verbunden sind. Vielleicht heißt der Film deswegen so. Aber diese einzelnen Szenen sind halt toll, ne? Ich meine, wenn er eben mit seinem alten Kumpel, wie heißt der? Ah, von dem gibt's viele, ja. Der Francis. Ja, genau. Francis, genau. Wenn er mit seinem alten Kumpel Francis redet, in dessen Boxhalle, da schwappt halt eine ganze Menge rüber. Einfach zwischen, ich muss gar nicht wissen, was ist mit den Figuren, was tun die gerade, worüber unterhalten die sich eigentlich, aber die beiden funktionieren so wahnsinnig gut. Ich hatte das Gefühl, einfach diese Dialogebene, auf der die beiden halt miteinander kommunizieren, irgendwie freundlich, aber auch durchaus mit Spitzen. Hier Jordan
gibt ihm praktisch durch die Blume zu verstehen, dass er nicht happy ist mit den Geschäftsentscheidungen seines alten Kumpels und dass er halt, wenn er mehr mitbekommt, ihn eben hops nehmen würde und so. Und der andere versucht halt irgendwie noch so ein bisschen die Freundschaft zu retten und gleichzeitig seine Geschäfte zu legitimisieren, zu erklären. Ja. Da schwappt halt eine ganze Menge mit. Ich muss da so ein oder zweimal halt auch wie an spätere Tarantino-Dialoge denken. Ich das Gefühl habe, das funktioniert so gut. Es ist so, ich kenne von diesen beiden Figuren eigentlich fast gar nichts, was seltsam ist, weil ich mit Gendarme mindestens eine halbe Stunde schon zu tun hatte. Und der andere kommt aus dem Nichts. Aber ich kann alleine aufgrund dieser sehr, sehr gut gespielten und durchaus gut geschriebenen Szene ganz viel interpolieren. Das funktioniert. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, aber diese Szene an sich funktioniert. Darauf der Zusatz ist wichtig tatsächlich, weil da ist der Film eben, du hast bereits in Bezug genommen auf diese Abklatscherei von der Hure versus den Junkie angesprochen. Der Film ist eben sehr inkonsequent in der Art und Weise, wie er Figuren handhabt. Bei diesem Francis, der Hehler-Lude, Glücksspielbaron mit Herz, da ist Jourdain ein unglaublich weichgespülter Bubi und unglaublich loyal. Ja. Und dem hört er auch zu und appelliert eben auch an seine Vernunft und an seine moralische Integrität und sagt, hier, das kannst du doch nicht machen. Und du lässt dich hier mit einem großen Heroin-Dealer ein, also Mekachi, den Henry Silver spielt, und kannst du doch nicht machen, wohingegen andere Leute einfach so abkanzeln als, ach, guck mal hier, das sind irgendwie verlorene Existenzen, um die kümmere ich mich nicht. Also da habe ich mir einfach auch bei Jourdain ein bisschen mehr einfach Konsequenz in der Charakterzeichnung gewünscht. Es ist wahrscheinlich sinnlos, sowas zu erwarten, aber Belmondo geht eben durch diesen Film und behandelt alle maximal ungleich. Also Frauen werden wie Dreck behandelt, aber gute Freunde von ihm, die können eigentlich alles tun, inklusive wahrscheinlich ein paar Leichen, paar Tote auf dem Kerbholz haben, und trotzdem nähert sich ihnen Jourdain mit, ach komm hier, du, noch kannst du abspringen, alles gut, Alter, komm wieder auf die gute Seite der Macht. es ruiniert den Film nicht, aber es kam mir alles höchst merkwürdig vor. Und auch das hat irgendwie zu dem Eindruck beigetragen, dass ich eben den Film guckte und dachte mir, warte mal, ist der nicht vorher mit dem anderen, der eigentlich das Gleiche macht wie sein Kumpel, sehr, sehr viel härter ins Gericht gegangen? Absolut. Ja, ja. Das ist ganz genau richtig und ganz genau beobachtet. Aber die Szene an sich alleine nur für die ist gut. Die funktioniert eben sehr, sehr gut. Und davon ist der Film eben voll. Na, er hat eben, also auch diese gesamte Szene, in der er eben, also auch sein Treffen mit Tonton im Knast funktioniert erstaunlich gut. Von dem, der kommt ja nie wieder vor, aber führt uns halt tatsächlich zu der nächsten Szene, wenn Jourdain eben dessen Tochter eben aus diesem Drogenhöhle/Bordell /Hippie-Kommune. Wir kriegen hier jede potenziell kriminelle Subkultur präsentiert in diesem Film, alle. Ah, total. Keine Ethnizität kommt auch ungeschoren davon, außer die Franzosen. Also nicht einmal die, ne? Okay, weil hier gerade hier Inspektor Simon, nee, das ist ja der Chef. Der immer diese kleine Fluppe in der Fresse hat. Den kennt man auch aus 120.000 französischen Filmen, aber ich weiß gerade weder den Namen des Schauspielers noch der Figur. Aber der ist ja eben, also ich glaube, der wird halt schon sehr als sagen wir mal, das der negative Blick auf Franzosen irgendwie etabliert. Und also von daher, nein. Also genau genommen, eigentlich kriegt jeder sein Fett weg, außer er ist Belmondo oder ein enger Freund von ihm. So, aber diese ganze Szenerie, wenn er eben da durch diese undefinierbare Hütte da streift, was sich auch für mich so ein bisschen anfühlte wie Game of Death, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Von jetzt würde die Pagode von einer Ebene zur anderen quasi den einen Level nach dem nächsten beschreiten. Aber die Szene funktioniert ja auch für sich hervorragend. Sehr, sehr stimmungsvoll, durchaus actionreich, verhältnismäßig nuanciert, möchte ich mich aus dem Fenster lehnen. Auch da kommt er eben zum Beispiel durch, dass eben, also offenkundig Jourdain als Figur, so das, was wir von ihm in dieser Szene zumindest erfahren, hat ja erstmal gar kein größeres Problem mit den Leuten, die da sind. Ja, er ist halt auf der Hut, ne? Und wenn du ihm quer kommst, dann kriegst du aufs Maul. Ne? Aber grundsätzlich ist er erstmal nicht abwertend, oder er ist eben nicht, die eine Dame, die er nach dem Weg fragt, zu der ist er sehr freundlich und so, und die anderen lässt er auch in Ruhe. Den einen kennt er offenkundig sogar und sagt ihm, dass er die Tochter da irgendwie noch rausholen soll. Speed nennt er ihn. Ja. Und so, also da ist eben auch, da passiert ja auch eine ganze Menge. Und die Szene an sich wiederum, für sich ganz hervorragend.
sie führt nirgendwo hin. Gar nirgendwo. Ne? Ich meine, es ist mir schon klar, er besucht den Typen, den er in den Knast gebracht hat, im Knast, kriegt von dem den Auftrag, seine Tochter aus diesem Drogenloch zu holen, um dann von ihm den Aufenthaltsort von Freddy, dem Chemiker, zu kriegen. Genau. So ist die Reihenfolge. So, das tut er eben auch. Er holt die eben da raus und dann kriegt er eben die Adresse offenkundig, denn in der nächsten Szene steht er dann bei dem vor der Tür. So weit, so gehöft. Aber es bringt halt trotzdem nochmal den Film halt nirgendwo weiter, außer dass wir verstehen, ach guck mal, Jordan hat wohl offenkundig Ahnung davon, wie man in einer solchen Szene sich halt bewegt und wie man sich da benimmt und kann eben dann so eine Sachen eben in den Griff kriegen. Was uns dann aber eine Szene oder zwei später dann schon wieder komplett anders präsentiert wird, weil er sich dann halt irgendwie wie mit der groben Kelle halt irgendwie durch halb Paris prügelt und einen Scheißdreck drum kümmert, aus welche Jugend jemand hatte oder so. Ja? Also es ist... Deswegen sage ich, diese Szene führt halt natürlich rein auf dem Papier ihn zu dem Typen, den er sucht, der dann halt auch wieder später umgebracht wird. Aber de facto bringt uns diese Szene nicht weiter, weil wir etwas über Jordan lernen, was wir ein paar Szenen später wieder verlernen müssen, weil wir ihn aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Es ist sehr episodenhaft, definitiv nicht mehr als die Summe seiner Teile. Es ergibt tatsächlich kein großes überbordendes dramaturgisches, also Gefüge, was irgendwie Spaß macht, was irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach diese ganzen kleinen Setpieces und Episödchen, die wir da sehen. Aber du hast ja absolut recht, so für sich genommen funktioniert die alle, nicht alle hervorragend, aber einige davon sind wirklich herausragend gut und auch wirklich auch für authentische Spannung gut. Du hast ja bereits gesagt, diese Hippie-Kommune, Bordell, diese ganze Sequenz, die ist einfach unglaublich spannend. Und ich fand eben so bedauerlich beim Betrachten dieser Spannungssequenz, dass ich das Gefühl hatte, die könnte einfach noch mal befriedigender sein in Sachen Thrills und Suspense, wenn ich denn einfach wüsste, worum es geht. Also ich weiß schon so mehr oder weniger, worum es geht, ein weiteres Schrittchen zu tun in dieser groß angelegten Schnitzeljagd auf der Suche nach Freddy, dem Drogenkoch da, Freddy, dem Chemiker. Aber wir haben da wiederum mit Typen zu tun, das begegnet einem immer wieder im Film, die wir zuvor nie gesehen haben oder nur sehr kurz gesehen haben, die aber für Jordan anscheinend eine größere Bedeutung haben als für uns als Publikum. Massakriert ja auch kurz vor Schluss zum Beispiel noch einen, glaube ich, zentralen Handlanger von Mikachi und dem er ein sehr, sehr brutales Ende bereitet, indem er ihn da quasi als Lenkrad seines Wagens fesselt, kettet mit der Handschelle und ihn dann umnieten lässt. Und das soll... Was soll das sein für Jordan? So eine Art befriedigender Moment oder ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Endgegner? Ja, vermutlich. Aber ich guckte nur diesen Typen an, diesen armen Sack, der da angekettet ist an das Lenkrad und dachte mir, wer ist das noch gleich? Haben wir den vorher schon mal gesehen? Sind wir dem überhaupt schon mal begegnet? Vermutlich ein oder zwei Mal, ja. Hängt halt irgendwie mit Henry Silver rum. Ja, aber ich wünschte, ich könnte mit dem irgendwas verbinden. Und ein guter Gegenspieler und dessen Henchmen, also Handlanger, sind eben auch nur so gut wie das, was wir zuvor präsentiert kriegen. Und wir kriegen eben von der wirklichen Bösartigkeit und Skrupellosigkeit von Henry Silver und und den Menschen, die ihn umgeben, unglaublich wenig mit, sodass am Ende, wenn die dann eben alle ins Gras beißen, nacheinander, ich mir immer denke, waren die wirklich so schlimm? Also klar, sie haben seinen Kumpel Francis verdorben. Das ist doof, das war gemein, das macht man nicht. Ich glaube, der Film krankt eben genau an diesen Dingen, die er für nachvollziehbar hält oder einfach kein Interesse daran hat, sie nachvollziehbar zu machen. Weil es wäre doch ein leichtes tatsächlich, nicht nur den Weg von dem Gefängnis-Heini über die Tochter bis zu Freddy nachzuvollziehen, sondern eben auch zum Beispiel zu zeigen, dass eben, was ich eben, keine Ahnung, Mikachi deswegen so bösartig ist, weil er eben zum Beispiel diese Drogenkommune aktiv steuert oder unterstützt oder irgendwas. Ja, weil natürlich sagt uns der Film, guck mal, Mikachi ist halt der große Drogenbaron hier, ja, ihm gehört das gesamte Heroingeschäft irgendwie zwischen Marseille und Paris, was eine Ecke ist, und offenkundig werden eben diese Leute auch die da wohnen oder da vegetieren, eben auch versorgt von
der Organisation von Mikachi, weil das ist ja der springende Punkt, den John dann die ganze Zeit verfolgt. Mhm. Aber der Film gibt mir keine Möglichkeit dazu, das auf einer mehr als pragmatischen Ebene nachzuvollziehen. Mhm. Ne, weil wir wissen, unser Böser ist ein Drogenheini, ja, hier haben wir Drogenabhängige, hier haben wir ein Problem, Belmondo löst es, super. Aber wie gesagt, gerade diese emotionale Ebene, warum will Belmondo eigentlich Mikachi so dringendst kriegen? Ich meine, ist das nur, also er will das ja schon ganz am Anfang. Also der Racheaspekt, weil er eben versetzt wurde, weil er Mikachi in die Suppe spucken wollte, das ist ja schon in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen nachvollziehbar und dann steigert sich das halt alles. Aber es ist halt einfach auch so schwer, vielleicht einfach auf einer emotionalen Ebene dem Ganzen zu folgen. Es gibt eben keinerlei Emotionalität. Menschen reden zwar sehr laut und mit zornesrotem Gesicht und geballter Faust und erhobenen Waffen, aber es gibt tatsächlich sowas wie echte Emotionalität oder die Möglichkeit, überhaupt sowas wie Empathie für irgendeine Figur zu entwickeln, auch vielleicht auf negative Art und Weise im Sinne von, oh, diese Figur ist so richtig hassenswert, das gibt es eben in diesem Film kaum. Und wiederum, also ich glaube, ich kann dem Film nicht wirklich einen Vorwurf daraus machen, also er ist genau das, was er ist und was er sein will. Er ist einfach ein Action-Spektakel für Belmondo, er ist politisch so weit rechts außen, wie es eben geht, er hasst mutmaßlich alle marginalisierten Gruppen, ethnische Minoritäten, die politische Gegenseite, Frauen, er hasst eben alles und jeden, ist dabei aber dann trotzdem irgendwie so charmant, dass es kaum auffällt oder stört. Und ich glaube, das will dieser Film alles sein, das schafft er eben auch alles ganz gut, aber ich wünsche mir eben, es wäre eingebettet in so ein Minimum an, naja, Wille zu, also mich nachfühlen zu lassen, was eben Bebel antreibt, was, Entschuldigung, Jourdain antreibt in diesem Film, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, er rennt da rum, weil uns irgendwie mal eine Figur mit in einem expositorischen Dialog oder Bebel eben selber, Jourdain eben selber oder eine Zeitungsmeldung, die wir gesehen haben, sagt, das muss jetzt so sein. Mm. Aber es wächst nicht organisch. Genau. Auch dieser, die Rache, die eben auch Moonshade in seiner Inhaltsangabe erwähnt, die ist vage. Ja, irgendwie ist sie da, aber nicht nachvollziehbar. Ja, wieso konnte Mikachi nicht irgendwie die Frau von Jourdain auf dem Gewissen haben? Oder irgendwas, oder die Tochter umgebracht haben. Die Tochter von Jourdain ist an einer Überdosis gestorben. Es wäre so einfach. Und Jourdain findet raus, das könnte man ja auch in einem Nebensatz erwähnen, dass Mikachi eben das Heroin vertickt hat, dass seine Tochter indirekt getötet hat. Und jetzt sind er auf Rache. Zack. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Ja, in der Tat. Aber weil du gerade sagtest, dass der Film halt alles gegen alle marginalisierten Gruppen, dem möchte ich ganz, ganz kurz ein ganz kleines bisschen widersprechen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Formuliert, ja. Nein, du hast ja völlig recht. Ich möchte es dann eher ergänzen, und zwar mit dem, was ich vorhin gesagt habe, es sei denn, du bist ein Kumpel von Jourdain. Ja, klar. Weil oder dann steigst du mit ihm in die Kiste. Richtig, genau, weil dann geht das nämlich. Ne? Also der Film hat eben was ganz, ganz, ganz dringend gegen Ausländer, außer es ist Livia Dolores Maria Monteblanco. Dann geht das. Ja. Ne? Der Film hat unglaublich was gegen Schwule. Es sei denn, du bist Freddy der Chemiker, weil dann bist du ganz knuffig. Mhm. Da hat er nichts gegen. Da hat er überhaupt nichts gegen. Der hat nichts gegen den alten Homosexuellen, von dem er auch was will. Ne? Und den er einsetzen will gegen Mikachi. Aber den blonden Jüngling auf seiner Couch, dem haut er halt einen blöden Spruch um die Ohren. Ja, wobei Freddy der Chemiker ist auch schon wieder so eine Bekanntschaft zweiten Grades. Also Jourdain ist ihm gegenüber höflich und akzeptiert eben seine moralische Verkommenheit, die sich eben auch äußert in seiner Homosexualität. Das sind nicht meine Worte, aber ich glaube, das lässt der Film so erahnen. Er toleriert das einfach, weil er eben was von ihm hat. Aber wenn er dann eine Minute später erschossen wird, also Freddy der Chemiker, dann nimmt das Jourdain auch mit dem Achselzucken hin, wo ich mich auch fragte, du hast ihn jetzt eine Stunde gesucht und er findet ihn ungefähr nach einer Stunde der filmischen Laufzeit. Warum bemühst du dich nicht darum, dass er eben nicht abgestochen wird oder abgeknallt wird, was ihm eben an einem öffentlichen Ort widerfährt? Und Jourdain steht eben 20 Meter weiter und hey, so war das jetzt nicht gedacht. Und dann geht eben wieder eine Verfolgungsjagd los. Richtig, genau. Weil er guckt ja nicht einmal kurz hin, was mit dem
was mit dem alten Mann da auf dem Bahnhof ist. Ja. Sondern, er rennt halt dem Attentäter hinterher. Ja. Ist schon richtig, aber der Film hat eben ein unausgeglichenes Verhältnis zu. Sie hat Gruppen und Figuren und wie auch immer man es nennen möchte, es ist. Und auch da, auch auf der Ebene lässt er einen halt jedes Mal mit einem fragenden Blick zurück, weil du kannst dich auf nichts einstellen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Jordan von einer Szene zur anderen so agiert, wie wir es bisher gewohnt sind. Ja. Kann wirklich sofort irgendwie komplett sich ändern, nur weil die Szene sich geändert hat. Und auch seine Politik ändert sich von Figur zu Figur, mit der er gerade zu tun hat. Wobei es ist ja nicht nur so, dass sie ihm, ich meine, gut, in der deutschen Synchro ist es halt eben einfach noch ein Zacken schärfer, dass sie ihm halt dann entsprechende Sprüche halt in den Mund legen, weil Rainer Brandt sie irgendwie lustig fand. Da war er auch ab und an echt auf dem falschen Dampfer. Aber es hat ja auch was damit zu tun, wie zum Beispiel die Leute dargestellt werden. Ne? Mhm. Also alleine zum Beispiel der türkische Anwalt. Ja, der eben auch irgendwie rein durch seine etwas zauselige Art, wie er da in der Polizei steht, eben auch sofort irgendwie identifiziert wird als zwielichtige Figur. Ja, natürlich, klar. Und so, und also es ist, die Politik des Films selber ist eben auch... Meine Wahrnehmung war, das sind alles so tatsächlich türkische Regierungsvertreter oder handeln im Auftrag der türkischen Regierung. Deswegen schicken sie auch eben diesen Star-Anwalt, um sie da rauszuhauen. Ja, zumindest tun sie so, als ob. Na, also, ich glaube, der Film, es ist so dieses ach, weißt du was, die Leute, die du hast, das sind alles Diplomaten. Weil den vom Bosporus kann man sowieso nicht trauen. Diese, natürlich sagen, dass sie Diplomaten sind. Also der Film hat schon eine ganz, ganz seltsame Politik drauf. Also das ist... Die ist da und das, was eben noch mehr darauf einzahlt, beziehungsweise das nochmal ganz unterstreicht, die sind sowieso... stark sexistischen und rassistisch diskriminierenden Zug, den eben dieser Film trägt, ist eben die, ich glaube, wir hatten in einem Forum sowas gelesen wie, das ist der Film mit der Rassisten-Synchro. Ja, genau. Die sich darin äußert, dass eben sehr, sehr viele unflätige Gemeinheiten da zum Besten gegeben werden, die in den allerwenigsten Fällen, zumindest wenn sie stark rassistischer Natur sind, lustig sind. Ja. Und ich muss sagen, ich habe zwei, drei Mal gelacht. Es gibt ein paar ganz gute Sprüche, aber das allerwenigste davon kann man hier zitieren und möchte ich auch zitieren. Das ist wirklich unangenehm. Richtig, also es ist tatsächlich nicht so, als ob der Film eben wirklich alle zwei Minuten irgendwelche Schimpfwörter oder unflätigen Beschreibungen Person anderer Hautfarbe hat, aber sie sind halt durchaus da. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie sollen, ich glaube, das Ziel sollte sein, eben Jordan als harten Hund darzustellen, der weiß, wie man mit, sagen wir mal, so den Randexistenzen unserer Gesellschaft umzugehen hat. Mhm. Und gleichzeitig hat Rainer Brandt, glaube ich, versucht, sie flapsig zu machen. Und das ist eben eine ganz schwierige, wie soll ich sagen, so eine Grenze. Und der Film überschreitet sie häufiger, als dass er es nicht tut, aber so übertrieben oft kommt das gar nicht vor. Also mir ist viel, viel häufiger aufgefallen, wie oft tatsächlich Schwule beleidigt werden. Ja, ja. Wobei aber zum Beispiel die Szene, die gibt es ja auch, in dieser Lederbar, Disco, Darkroom, wie auch immer. Also ich fühlte mich spontan sehr an Cruising. Ja, natürlich, ich auch, ja. Aber die zum Beispiel wirkt auch wiederum sehr tolerant, mit Fragezeichen und Anführungsstrichen. Mhm. Er geht da nicht rum und findet die alle eklig. Und der Film zeigt das auch. Also ich glaub, der Film zeigt es auch nicht so, dass ich es als Publikum eklig finden soll, wiederum mit Anführungszeichen, aber eben schon als ungesehener Teil der Gesellschaft, möchte ich mal sagen. Und er geht da durch und ist halt sehr, sehr freundlich und er lehnt absolut, halt dann ab, wenn ihm jemand was anbietet. Und er redet sehr, sehr höflich mit dem Barkeeper, Barkeeper, genau. Erst als ihn einer blöd anmacht, fängt er an eben mit den Beleidigungen und dann schmeißt er ihn ja auch die Treppe runter. Na, also es ist schon, aber die Beleidigung kommt und die kommt auch an dem Ort, wo ich mich ehrlicherweise nicht trauen würde.
ganz abgesehen davon, wenn er sich sonst auch nicht machen würde. Aber ich hätte ehrlicherweise nicht übel Lust, mir den einfach nochmal auf Französisch anzugucken, um rauszufinden, ob eben genau diese Dinge eben wirklich, sagen wir mal, in der Synchro liegen oder eben auch schon grundsätzlich angelegt sind. Wobei ich ihm das, was uns der Film an sich präsentiert, glaube ich ihm, ja, es ist schon sehr Law and Order. Ja, der Film hinterließ mich, beziehungsweise die deutschsprachige Bearbeitung mit einigen Fragen, keine von denen, glaube ich, beantworten zu können. Aber mal weg kurz von der Synchro zu dieser Szene, dieser schwulen Bar. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, warum wird das so inszeniert in der von dir beschriebenen Art und Weise? Nämlich er marschiert eben durch dieses Etablissement innerhalb einer Subkultur, der er nicht zugehörig ist, und macht das Ganze eben sehr routiniert, ohne jedwede angeekelte Blicke oder Beleidigungen um sich schmeißen, also sehr, sehr routiniert. Und ich habe mich eben gefragt, ist das so inszeniert, weil tatsächlich der Film bzw. dessen Macher Respekt haben vor dieser Subkultur oder von dieser Bevölkerungsgruppe, schwulen Männern, die in einer Lack- und Lederbar rumhängen, oder eben, weil es unterstreichen soll, was für ein harter Hund eben Belmondo ist. Guck mal, der geht sogar durch so eine Hölle, diese ganzen schwulen Männern durch, und lässt sich nichts anmerken. Also lässt sich nicht anmerken, wie furchtbar er das Ganze findet. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, darüber möchte ich kein Urteil sprechen. Aber die Frage stellte sich mir eben, weil der Film eben in anderer Hinsicht schon sehr eindeutig ist, was so seine politische Position, möchte ich jetzt mal im weitesten Sinne beschreiben, ist, gerade in Bezug auf, wie gesagt, ethnische Minoritäten, Einwanderer und Leute mit migrantischem Hintergrund, aber eben auch Frauen, und das ist keine marginalisierte Gruppe, das ist 51% unserer Gesellschaft. Also, Frauen in diesem Film sind eigentlich alle Huren oder Junkies, und noch schlimmer sind Huren, die eben ihre Körper kostenlos Jordan anbieten, was ich auch besonders lustig fand. Da wiederum habe ich mich bei der deutschsprachigen Bearbeitung gefragt, ob nicht einfach auch die Brandsynchronisation das ein bisschen entschärft, indem, ich glaube, Brands vielleicht sogar Versuch war, das Ganze ein bisschen humorvoller zu gestalten, indem er einfach Figuren in ihren Äußerungen, insbesondere die von Jordan, über ihr natürliches Ziel hinausschießen lässt. Also er wird einfach aggressiv, sexuell diskriminierend und rassistisch diskriminierend, beleidigend. Soll das vielleicht einfach dem Ganzen so fast schon parodistischen Charakter geben, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann? Die Frage habe ich mir gestellt, weil ich glaube, das ist auch alles, Stichwort französischsprachige Originalfassung, ja schon da, auch im Original. Ich kann mir vorstellen, auch da bieten eben die Huren sich Belmondo an, weil er ist eben der Größte, ne? Naja. Aber dadurch, dass eben Brandt solche Sachen reinstreut, wie das von mir vorhin zitierte, ich kann alles, ich bin der Größte, oder hier, gib mal um Blockpuppe, damit du darüber nachdenken kannst, warum ich so unwiderstehlich bin. Ja. Nimmt er dem Ganzen auch so ein bisschen die Schärfe, also dieses wirklich Unangenehme, finde ich. Ja, ist durchaus richtig, ne? Ich meine, das sind nur die harmlosen Sachen, die wir zitiert haben. Also er sagt auch, na klar, jedes diskriminierende gibt. Bei den Brandsprüchen, bei denen ich auch wirklich kichern musste, da fühlte ich mich halt auch immer sehr an die Zwei erinnert. Das sind so diese, da sehe ich auch deinen Ansatz deutlich, also dieses sich selbst nicht völlig ernst nehmen, eben auf so eine flapsige Art mit solchen Dingen umgehen. Da funktionieren die auch. Sowas konnte er eben auch sehr, sehr gut. Ansonsten ist der Film ja relativ straightforward mit seinen Dialogen, und er verzichtet auf völlige Absurditäten im Text, und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Aber es unterstreicht halt auch nochmal, was für ein unglaublicher Mann Belmondo ist in seiner Figur da. Ja, und eben auch Brandt, der gleichbedeutend war, also stimmlich mit Belmondo, der eben sehr mit seiner Figur auch verbunden war, mit seinem späteren. Zu dem Zeitpunkt, ja. Ja. Vorher war es ja Peer Schmidt. Ja. Auch eine Stimme, die ich immer sehr mochte für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich auch interessant finde, weil Belmondo im Original ja auch eine relativ hohe Stimme hatte. Im Vergleich zumindest. Mit Brandt kratzt er eher so in den unteren Oktaven rum. Genau, und am Ende gibt es dann halt noch ein bisschen Henry Silver. Ja. Was grundsätzlich, meine, jeder Film mit Henry Silver ist erstmal besser, einfach deswegen, weil Henry Silver drin ist. Das hilft natürlich, ja. Grundsätzlich. Ja. Ich fragte mich so tatsächlich so ein kleines bisschen, ich meine, er hatte ja eine durchaus ganz gut laufende Karriere im europäischen Kino. Zu dem Zeitpunkt war er aber eigentlich schon wieder zurück in Amerika, wenn ich es richtig verstanden habe.
warum er da jetzt nochmal da hingegangen ist. Ich meine, ich vermute mal, so dass das Donald Pleasance-Prinzip, ne, wie, ja komm, du zwei Wochen Urlaub in Marseille, zwischendurch drehe ich einen Film, ist doch super. Aber richtig viel zu tun hat er nicht. Das ne, ist so, meine, ja. Er ist charismatisch, weil er einfach mal prinzipiell charismatisch ist, aber die Rolle bietet es ihm nicht an und die Szenerie, ich meine, gut, dieser komische Pool, so Billardsaal, in dem er sich da eigentlich hauptsächlich befindet, ist jetzt ganz hübsch, aber ist auch das einzige Set, in dem wir ihn sehen. Nein, das ist nicht wahr. Einmal sitzt er kurz noch im Auto, wenn er mit Franzis reden darf. Es guckt sich alles wie zwei Drehtage für Henry Silver, ja. Ja, total. Natürlich. Mach zweieinhalb draus, weil wir ins Auto mussten auch nochmal zwischendurch. Ja, aber genau, und ist es nett, ihn zu sehen. Er hat halt null Motivation und er versucht irgendwie mit dem zu arbeiten, was er da hat. Muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, trotzdem einfach das Treffen von Belmondo und Silver auf dem Bildschirm, auf der Leinwand, das hat schon was. Das ist schon cool. Also einfach diese beiden Schauspieler halt gemeinsam halt in einer Szene zu sehen, funktioniert relativ gut, einfach nur, weil es eben diese beiden Schauspieler sind. Und auch überhaupt der Showdown wiederum, wie eigentlich die meisten anderen Action-Momente, ist nicht schlecht inszeniert. Der hat halt, fehlt halt nur wiederum also vor allem der emotionale Kontext. Und dann ist eben Henry Silver eben auch schon wieder raus aus dem Film. Klar, man hat auch nicht das Gefühl, dass sich Jordan in auch nur einem Moment dieses Films jemals in irgendeiner bedrohlichen Lage befindet, was leider auch auf der Suspense abträgt. Ich sag immer Suspense, aber es sind eher so Thrills, also ganz offenkundige und obszöne einfach Spannungsmomente, was die leider nicht fördert. Also man hat nie das Gefühl, dass er wirklich unterlegen ist den bösen Kräften, die ihm da entgegenwirken. Er kommt rein in den Raum und zack, da bist du, zack, bist du tot. So. Oder absolut festgenommen. Ja, wie gesagt, das, was an Thrill da ist, liegt eben nicht an der Figur oder an dem Film selber, sondern einfach an der Tatsache, dass Belmondo die Stunts gemacht hat. Ach du, weißt, ich bin auch happy drum. Wie gesagt, ich glaube, wir haben es schon wahrscheinlich in Minute 11, hast du es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Film liefert eben das ab, was er will. Ich glaube, insofern Mission erfüllt, alles gut. Das, was man ihm an ihm eben bemängeln kann, hat er, glaube ich, sowieso nie auf der Agenda stehen. Also irgendwie irgendeine Form von innerlichem Anspruch, eine nachvollziehbare Storyline, Figuren, mit denen man sowas wie ein Mitgefühl oder ein Mitfiebern überhaupt entwickeln kann, das ist alles einfach hier nicht möglich. Es gibt einfach vordergründige Action und Thrills und das muss vielleicht auch einfach reichen. So. Ja. Ansonsten würde ich ganz gerne einmal ganz kurz nochmal positiv erwähnen, Pierre Vernier, der den Inspektor Roginski spielt, der so quasi so ein bisschen so der Sidekick ist oder der, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man es nennen sollte, das Gewissen, nicht mal das, also eigentlich mehr der große Bewunderer von der Seite, von Jordan, aber der macht seine Rolle eben auch recht gut, so als, sagen wir mal, aufrechter Polizist, der eigentlich gerne so wäre wie Jordan, aber weiß, dass er es nicht kann, aber eben so dass das tut, was er kann, um eben Leuten wie Jordan eben das Leben zu erleichtern, indem er dann am Ende zum Beispiel erzählt, dass eben diese Selbstjustiz, die zu der Jordan gegriffen hat, für ihn keine Konsequenzen hat, weil es eben, weil halt ein Bandenkrieg als Arbeitshypothese im Raum steht. Und so, und im Vorjahr ihm den Rücken frei hält mit ihrem gemeinsamen Chef bei der Sitte und all diese ganzen Sachen, ihn eben vom Bahnhof abholt und dann ihm später mit seiner Freundin rumhängt und so. Also, wird wiederum eine sehr zweckmäßige Figur, die aber sehr gut gespielt ist, weil eben Pierre Vernier kann das eben sehr gut, glaube ich, so beste Freunde spielen hat er eben auch oft genug gemacht. Wir hatten ihn ja auch in der Profi zum Beispiel neulich und in anderen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, tut er Ähnliches. Also eine sympathische Figur von einem sympathischen Schauspieler verkörpert und eigentlich ganz, also sagen wir mal, durchaus auch sehr notwendig in diesem Film, vielleicht auch ein kleines bisschen als Perspektive für den Zuschauer, der eben weiß, ich werde nie so toll sein wie Belmondo, werde nie so flapsige Sprüche wie Rainer Brandt haben können. Aber zumindest muss ich nicht diese dauerrauchende Qualle sein im Polizeirevier. Ja, da ist Roginski dann die bessere Wahl. Und genau. Ich wollte ihn mal ganz kurz erwähnt haben. Absolut wichtig und richtig, dass du es tust. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ich mag auch seine Figur sehr gerne. Eine der wenigen Figuren, mit der man so einen Hauch, zu der man auch einen Hauch von Sympathie entwickelt. Aber naja, gut.
Sei es drum. Das nächste Mal, wenn wir über Belmondo sprechen, dann vielleicht doch wieder was von Georges Lautner oder Philippe de Broca. Da steht auch noch einiges aus. Also gerne Abenteuer in Rio oder sowas. Ja, ja. Warum nicht? Ja. Um einfach so eine qualitative Aufwärtstendenz zu haben. Ja, Cartouche natürlich. Oder beides. Meine Güte. Wir haben ja Zeit, ne? Ja, ja. Ja. So viele Jahre, die noch vor uns liegen. Ich möchte, dass du mir was über Alina Fox erzählst. Und danach erzähle ich Menschen, warum sie heute sich diesen Tag im Kalender ankreuzen sollten, beziehungsweise heute doch handeln sollten. Aber deswegen, nehmt die Werbepause mit, Leute. Aber hier, Daniel, erzähl mal was über Alina Fox erstmal. Ich sag mal, erzähl was über alinafox.de, als ob das der Name deiner Figur ist. Alina Fox, verdammt. Was macht die so? Die ist eine Meisterdiebin und erlebt Abenteuer, die auch gerne mal so ein bisschen ins Übernatürliche gehen. Ansonsten channel ich halt in der Serie, in meiner Comic-Reihe eigentlich so ziemlich alles, was ich selber toll finde. Das geht von Mission Impossible über Indiana Jones zu Modesty Blaze und genau, und davon gibt es eben auch mittlerweile, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 12 Hefte fertig. Ich glaube ja. Ja, ich glaube sogar. 11 oder 12 Hefte sind tatsächlich fertig. Meine Reihenfolge ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dem zu folgen war für viele Leser nie so richtig einfach. Deswegen kann man auf alinafox.de, das ist eben tatsächlich richtig, die Webseite meiner Figur, etliches zu den Figuren halt nachlesen. Man kann aber auch zum Beispiel den Shop besuchen. Und da findet man tatsächlich alle Hefte, die es halt mittlerweile gibt, auch durchaus in der richtigen Reihenfolge, in der Lesereihenfolge, angefangen eben zum Beispiel mit dem Sammelband, in dem die ersten 5 Hefte chronologisch drin sind, zusammen mit noch ein paar, mit einer kleinen Zusatzstory, mit ganz viel Zusatzmaterial und Skizzenbuchauszügen, Texten, warum ich was wie gemacht habe, wann erste Versionen der allerersten Geschichte und Zeugs und knapp 250 Seiten sind's. Da freue ich mich immer sehr, wenn die Hörerinnen und Hörer dazugreifen, weil ich glaube, das ist immer ein ganz guter Einstieg in die Reihe und unterstützt mich natürlich auch. Weil wenn ich eben diese Sachen natürlich gut verkaufe, an Frau und Mann kriege, dann kann ich natürlich das auch weitermachen. Und ich möchte natürlich auch gerne weitermachen, weil ich habe noch große Pläne mit der Figur. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr Daniels Kunst unterstützt. Und wenn ihr das getan habt, Achtung, heute, 4. März 2022, falls ihr uns heute am Erscheinungstag dieser Episode zuhört, könnt ihr gerade noch so Trauma-TV, Grusel vor der Glotze, mein neues Filmbuch unterstützen mit einer Vorbestellung bei startex.com/Trauma-TV und damit dieses Filmbuch ermöglichen. Aber wie gesagt, heute allerletzte Chance, falls ihr das hier zeitnah hört nach Veröffentlichung. Ansonsten ist der Zug eh abgefahren. Und falls ihr bereits mein Filmbuchprojekt unterstützt, dann danke ich euch ganz herzlich dafür. Das bedeutet mir unglaublich viel. Ansonsten, Deathwish 3, der Rächer von New York. Ja. Wie ging's dir mit dem Film? Oh, wie ging's mit dem Film? Ach, das ist jetzt schwer zusammenzufassen in ein oder zwei Wörtern. Ich kann auch mit Moonshades Inhaltsangabe anfangen. Ich gehe mal davon aus, er hat sie geschrieben. Ja, hau rein. Onkel, Entschuldigung. Na gut, der Mann Onkel. Von Onkel. Ja. Ja. Onkel schreibt bei der UFDB, nach dem tragischen Tod seiner Tochter will Paul Kersey einen alten Freund in New York besuchen. Achtung, das ist ein Spoiler für den zweiten Teil, also tut mir leid drum. Brutal von einer gefürchteten Straßengang zusammengeschlagen, findet Kersey diesen sterbend in seiner Wohnung. Gemeinsam mit einigen Nachbarn nimmt Paul den Kampf gegen die vor nichts zurückschreckenden Gangster und ihren barbarischen Anführer Fraker auf. Das, was die Idee dazu gab, erwähnt mit Bezug auf den zweiten Teil, ist unter anderem einer der vielen Gründe dafür, warum ich nicht so viel Bock hatte, über die ersten beiden zu sprechen, weil sie Paul Kerseys Familie sehr, sehr viele unangenehme Sachen antun. Insbesondere seine Tochter hat sehr zu leiden. Die wird eben im ersten Film vergewaltigt und stark traumatisiert und im zweiten wird sie nochmal vergewaltigt und stirbt dann später. Mhm. Und seiner Frau geht's ähnlich und seiner Haushälterin in den ersten beiden Teilen. Also alle in Paul Kerseys persönlichem Umfeld sterben einfach auf möglichst brutale Art und Weise, nachdem sie vergewaltigt wurden. So. Mhm. Deathwish 3 ist relativ frei davon. Nicht komplett, aber weitgehend frei von solchen hochgradig unangenehmen Sachen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass das machen, ist vergleichsweise leichte Kost und macht vielleicht auch ein bisschen Spaß und fügt sich auch ganz gut ein in ein Double Feature mit dem Außenseiter. So. Mhm. Das sind wir. Charles Bronson spielt die Hauptrolle in Deathwish 3. Ansonsten sehen wir noch Ed Lauter, auch so ein Charakterkopfgesicht, bekannt aus ganz vielen Streifen. Ich habe ihn noch in Erinnerung als Herrchen von Cujo in Cujo eben und als Arschlochanwalt in The City High.
Raw Deal, also im Schwarzenegger-Streifen, auch alles so filmhistorisch aus der Ecke, also Mitte, Anfang der 80er Jahre. Guter Mann, darüber hinaus Deborah Raffin als Paul Kersey's Charles Bronsons Love Interest, ungefähr ein Drittel so alt wie er, aber sei es drum, Martin Balsam als Bennett und Marina Sirtis, Consular Troy als Maria. Genau, und Alex Winter. Alex Winter, genau, sehr schön. Der ich glaube, im Abspann, im Vorspann irgendwie an 23. Stelle genannt wird, aber eine relativ große Rolle hat, finde ich. Absolut. Nochmal gefragt, ja, wie viele der Filme so. Also sagen wir mal so, mir schwante Übles, als ich Canon vorne las und dachte bei mir, okay, also entweder wird das jetzt eine Riesengurke oder es wird eine Riesengurke, bei der ich Spaß habe. Ja. Und ich tendiere eher zu zweiterem, aber ich hatte echt Mühe, den Film ernst zu nehmen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat ganz liegt an ganz vielen Dingen, vielleicht kommen wir heute Abend noch drauf, aber grundsätzlich, ich glaube, für das, was der Film da präsentiert, macht er die Sache eigentlich ganz, ganz, ganz passabel gut. Ne? Er hat halt irgendwie im Prinzip ein etwas größeres Outdoor-Set und ansonsten eine Wohnung, in der er spielt. Mehr oder weniger. Und natürlich, dass die Polizeiwache. Ein Haufen wirklich unangenehmer Figuren, die ab und an mal so ein bisschen die Seiten wechseln dürfen, zumindest so halbwegs. Ja, Charles Bronson schlafwandelt da irgendwie auch so ein bisschen durch. Ja. Es ist, ich kann es nicht beschreiben. Ich fand den Film jetzt nicht schlecht. Mhm. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es ein Film ist, den ich mir in absehbarer Zeit nochmal angucken werde. Weil ich glaube, ich habe alles gesehen, was der Film mir zu bieten hat. Ja, ja, absolut, ja, hast du. Sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, da gibt es keine Nuancen, da gibt es keine Zwischenräume für irgendwelche Deutungsmöglichkeiten. Der macht halt, es ist halt sehr geradeaus in allem, was er tut. Ja. So und er ist halt irgendwie da. Ich muss natürlich sagen, ich habe die ersten beiden Filme nie gesehen. Mhm. Hatte nie großes Interesse dran. Sowieso an Rache-Epen grundlegend. Das ist halt nicht so, es ist einfach nicht so ganz meine Ecke. Wir haben halt im Laufe der letzten fast 10 Jahre relativ, naja, also ab und an, sagen wir mal so, ja, ab und an mal über Filme aus dieser Ecke gesprochen und ich habe halt selten wirklich was beisteuern können. Und ich habe so das Gefühl, hier geht es mir ganz genauso. Ich kann halt mit dem, ich kann, im Gegensatz zum Außenseiter sind hier fast alle Handlungen nachvollziehbar. Ja. Es ist halt auch wiederum eine sehr dünne Geschichte, aber hier ist mir völlig klar, warum wer was wie tut. Mhm. Der Film hat ein bisschen mehr Interesse daran, mir das eben auch zu zeigen und mich dazu führen quasi, um an die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe aber einfach mal ein grundlegendes Problem eben mit der ausgehenden Prämisse des Films, weil die musste erstmal geschluckt haben, um den Rest einlassen zu können. Du musst also erstmal davon ausgehen. Du meinst Zusammenarbeit zwischen dem Kommissar? Nein, also nein. Im Prinzip, du musst erst einmal grundlegend davon ausgehen, dass die gesamte New Yorker Welt kaputt ist, dass alle Cops sind inkompetent, korrupt, brutal oder alle drei Sachen gleichzeitig. Jeder, der irgendwie auf der Straße wohnt oder überhaupt irgendwie über 30 ist, mit Ausnahme von zwei lateinamerikanischen Einwanderern, ist offenkundig ein grundlegendes asoziales Arschloch, das ein Mordskick daraus zieht, andere Leute umzubringen. Ja. Also lauter Psychopathen, die dann auch noch alle aussehen, wie man sich halt in den 80ern Punks oder Rocker vorgestellt hat in Hollywood. Und wenn du im Prinzip, wenn du diese Szenerie, in der Paul Kersey sich einquartiert als quasi entmilitarisierte Zone, wenn du dich auf die eingelassen hast, dann kannst du dem Rest des Films folgen. Wenn du noch nur an einem dieser Punkte und natürlich die Tatsache, dass eben natürlich Charles Bronsons Figur genauso wie Belmondo grundsätzlich erstmal Recht hat in allem, was er tut. Also nicht nur das Recht hat, sondern eben auch noch auf der richtigen Seite steht. Wenn du diese ganzen Punkte geschluckt hast, dann hast du mit dem Rest des Films, glaube ich, keine größeren Probleme. Wenn du dich auch nur an einer einzigen von diesen Sachen irgendwie reibst, wirst du vermutlich aus dem Film vermutlich mit einem Schleudertrauma rauskommen, weil du so sehr den Kopf geschüttelt hast. Sehr schön.
Ja, hat eben immer recht, beziehungsweise ist auf der richtigen Seite, weil er sich mit den einzig sympathischen Menschen in diesem Film solidarisiert, von denen es ungefähr 3 bis 5 gibt und der Rest ist eben psychopathischer Abschaum, wie du schon richtig sagst. Also das sind eben auch Menschen, das sind nicht einfach nur ja Junkies, Hehler, Kleinkriminelle, das sind eben wirklich alles regelrechte Triebtäter und Mörder, die da auf den Straßen rumlaufen und zwar niemand sonst, also zumindest in dem Viertel, in dem dieser Film spielt. Ja. In welchem Viertel das genau ist, keine Ahnung, der Film wurde komplett in England gedreht, also bis auf einige Außenaufnahmen. Ja. Also das, was wir da sehen an Straßenzügen, das befindet sich irgendwie im Vorort von London, aber soll eben New York darstellen. Ich glaube, ist auch einigermaßen überzeugend gelungen. Trotzdem ist der Film eben nicht geografisch eindeutig verortbar. Also topografische Aspekte des Gesehenen hier zu diskutieren, ist jetzt müßig, darüber können wir hinwegsehen. Ansonsten, ja, der Film auch wiederum, wie beim Außenseiter hier gilt, der Film, glaube ich, macht das, was er will, auch ganz gut, aber eben überhaupt kein bisschen mehr. Funktioniert wie so das zweite Sequel zu einem erfolgreichen Videospiel im Sinne von man kennt die Regeln, du kennst die Steuerung, du kennst den Protagonisten und jetzt wird eben losgeballert. Die Figur wird eingeführt mit, ach hier, sie sind doch der Rachekiller, dann arbeiten sie doch mal mit mir zusammen, sagt der gegen das Drogen-Junkie-Hehler, wie auch immer, Mörderpack ermittelnde Commissioner oder Inspektor, wie auch immer, der offenbar komplett überfordert ist mit der Lage in seiner Stadt oder in seinem Revier. So. Mhm. Und Paul Kersey sagt, ach, ich habe ja sonst nichts zu tun, aber erstmal besuche ich meinen Freund. Ach nee, das hat er ja schon getan, der wurde umgebracht. Das ist immer so in diesen Deathwish-Filmen, dass irgendjemand, der Paul Kersey nahe steht, umgebracht oder vergewaltigt werden muss. Und in dem Fall geschieht eben beides. Die Vergewaltigung geschieht dann später Counselor Troy, also Maria. Du lachst zu Recht, sie stirbt dann an einem gebrochenen Arm, was natürlich einer der großen Lacher des Films ist, der auch niemals wirklich aufgeklärt wird. Also ihr Mann wird ins Krankenhaus gerufen, so von wegen, ihre Frau wurde vergewaltigt, sie hat auch einen gebrochenen Arm. Er kommt ins Krankenhaus, was ist los? Ja, sie ist leider tot. Aber sie hatte doch nur einen gebrochenen Arm. Ja, das ist manchmal kann man das nicht so gut beurteilen. Genau, da hat sie ein Blutgerinnsel gelöst. Wie sich sowas entwickelt. Also sie starb an einem gebrochenen Arm und wahrscheinlich gebrochenem Herzen. Aber ansonsten, der Film hat eben den riesengroßen Vorteil im direkten Vergleich zum Außenseiter, dass es eben Teil 3 einer Reihe ist. Das heißt, du musst nichts mehr an Prämisse und Setting etablieren und auch die Hauptfigur nicht mehr erklären. Die ist eben einfach da. Die macht eben genau das, was sie bereits in den ersten beiden Teilen getan hat und braucht dafür noch nicht mal mehr einen großen Grund. Es fühlt sich alles sehr nachvollziehbar und organisch an, obwohl es dafür keinen wirklichen Anlass gibt. Total. Dafür, dass ich die ersten beiden Filme nicht gesehen habe, bietet mir der Film aber in Form von 2, 3 wohlplatzierten Sätzen genug Grund zu sagen, ach, okay, verstanden. Ist okay, bin dabei. So kann man sich eben ganz auf die Schauwerte konzentrieren und die sind eben auch da. Also es wird sehr viel gebordet, Dinge explodieren, Häuser explodieren, Autos fahren durch die Gegend, explodieren dann eben auch und macht eben das, was ein Canon-Film so macht. Also ich finde produktionshistorisch wirklich ganz interessant, auf die Reihe zu blicken und sich anzugucken, wie der erste Film aussah, der eben wirklich ein sehr, sehr abgründiges, nicht unbedingt brillantes, aber doch sehr zynisches, hartes, auch wirklich packendes Crime-Drama war, eher so im Fahrwasser von Dingen wie Taxi Driver und dann auch sowas zu blicken hier 10 Jahre später wie Death Wish 3, der einfach nur komplette Banane ist und Canon-Films-Film durch und durch. Ja. Interessant, also mir fallen nicht viele Reihen ein, die so einen Verlauf genommen haben. Vielleicht die Nightmare on Elm Street-Reihe, wenn man sowas wie Nightmare on Elm Street 4 mit dem ersten Teil vergleicht. Aber selbst da sind, glaube ich, noch mehr Sachen, die in der gemeinsamen Ursuppe schwimmen als hier, wo man eben das Gefühl hat, hier ist einfach gar nichts mehr vorhanden von dem, was man ja echte menschliche Züge nennen könnte. Also Paul Kersey kommt wirklich einfach da rein, schreitet stoischen Blickes durch die Straßen und bringt einfach alle um, die ihm krumm kommen, inklusive solcher Leute, die ihm einfach nur die Kamera klauen. Ja. Den schießt er in den Rücken. Weil sie kichern, ja. Ja, der Giggler. Sie haben den Giggler umgebracht. Ich glaube, das ist mittlerweile auch so im YouTube-Kontext und Meme-Kontext ein oft zitierter Spruch, wenn man dann sich gerne solche Filme anguckt. Ja. Es ist Übrigens wird hier Jimmy Page genannt als Komponist. Das ist Quatsch. Das glaube ich keine Sekunde. Ich habe ernsthafterweise nachgeguckt, dass mir der musste zufällig, das ist wie, keine Ahnung, wie Peter Müller oder sowas. Das kann nicht der Jimmy Page sein. Aber
Doch, es ist der Jimmy Page tatsächlich. Ja. Und er hat für Death Wish 2 und 3 wohl offenkundig das zumindest irgendwie produziert oder irgendwas in der Richtung und das wohl sogar als Soundtrack auch veröffentlicht. Ja, er war aktiv nicht mehr beteiligt an Death Wish 3, aber sie haben ein paar Cues von ihm genommen und dann einfach nochmal mit dem City durch den Synthesizer gewurschtelt und dann, naja. Und erschreckend geradezu. Ja, ich weiß nicht genau. Also es gab so ein paar Szenen, da dachte ich so ein bisschen an In and Out. Mhm. Ja, sie war zu alt, Jente. Da dachte ich so ein paar Mal, Charles Bronson, du bist zu alt für Kersey. Ich fand's also vor allem für die Story, die sie ihm geben. Sagen wir, der grundsätzliche Ansatz, alter Mann trifft halt alten Freund. Ja. Alter Freund stirbt, alter Mann greift zur Knarre und räumt auf. Na gut, einfach auch die Tatsache, dass es halt mittlerweile der dritte Film ist und man sicherlich dann die Rolle nicht umbesetzen möchte. Alles verständlich, voll gut, bin dabei. Es gab ja noch zwei Sequels, bis die 95er. Bis 95 oder so, ne? Oder 97 sogar? Nee, 95? Da war so lange nicht. Ich glaube, da war Bronson wirklich schon tot oder sehr, sehr alt. Ja, aber 94 oder 95 war es schon. Ja, ja, sowas, ja, in der Ecke, genau. Naja, jedenfalls so weit, so gut. Aber ihm halt dann auch noch diese Love Story da mit Deborah Raffin irgendwie zu tischen. Och, nö. Vor allem, weil die haben auch sowas von null Chemie, die beiden. Die funktionieren gar nicht. Jede Szene mit den beiden ist cringy. Das ist ganz, fand's ganz, 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 ganz schlimm. Und sie dann eben auf so also wirklich auf Canon-Produktionsart und Weise dann aus dem Film zu schreiben. Ja. Dachte ich auch so, wow. Also eigentlich hätte ich damit rechnen müssen. Ja, sie hat einen feurigen Abgang auf jeden Fall. Also ist effektreich, kann man so sagen. Und natürlich komplett nicht nachvollziehbar. Aber das widerfährt eben allen Frauen, die sich an Paul Kersey ranschmeißen oder mit denen er verheiratet ist oder die er in die Welt setzt, erzeugenderweise. Also das ist Frauen und Paul Kersey, das funktioniert eben nicht. Ja. Tatsächlich, ja, das Alter ist problematisch, vor allem eben, und da ist der Film eben nicht, ich sag alles selbst erklärt, weil im Grunde sind wir hier einfach im zweiten Sequel einer erfolgreichen Videospielreihe oder Actionfilmreihe und die Regeln sind bekannt, aber ich muss dir recht geben, die Romanze mit Deborah Raffin funktioniert überhaupt nicht, weil sie ja auch keinerlei Anlass hat, sich immer in den Hals zu schmeißen. Er ist einfach ein senioriger Herr, der den Ruf hat, ein Serienmörder zu sein, mutmaßlich aus gutem Grund, aber nichtsdestotrotz eben ein Mörder und offenbar weiß eben auch jeder um den Umstand. Er kommt ja schon an, in die Stadt zurück, nach New York zurück eben und sein legendärer Ruf folgt ihm oder eilt ihm sogar voraus und sie weiß eben auch darum. Also warum sagt da eine junge, aufstrebende, attraktive Anwältin von 30 Jahren, hier, der Mann muss es sein. Ich möchte urteilen, nicht zu harsch, und es gibt da draußen Menschen, die sagen, ich würde da überhaupt gar kein Shaming betreiben wollen, wenn es denn funktionieren würde. Aber es ist eben auch so, dass Charles Bronson eben einfach, er wirkt halt sehr alt und nur sehr bedingt dynamisch in diesem Film. Nachzuholen. Wir haben ja im Kontext von Spiel mir das Lied vom Tod schon mal drüber geredet. Charles Bronsons Karriere begann eben relativ spät. Also er hat seinen Durchbruch als Star erst gehabt, weit jenseits der 40 oder diesseits der 40. Und vielleicht dachte er sich, nee, jetzt will ich auch alles haben noch mal in meinen letzten Jahren und das nachholen, was ich alles verpasst habe in den 50er, 60ern. Ja, möglich ist es. Ich weiß es nicht, aber es ist Quatsch, aber es ist eben, ja, wie gesagt, es ist halt der große Showdown, der letzten 20 Minuten des Films halt ausfüllt. Dagegen ist gar nicht mal viel zu sagen. Das ist also großartig, ja. Ich meine, in Bezug auf Charles Bronsons Leistung. Das andere, da hast du recht, aber darüber werden wir uns sicherlich nochmal getrennt unterhalten. Ich war auf diesem Punkt, dass eben Charles Bronson bis dahin halt eigentlich nur immer sehr, sehr zusammengesackt irgendwo sitzt, stoisch guckt, ein bisschen grinst oder auch nicht, dann darf er mal irgendwie hier mal jemand treten, da mal irgendwie in den Bauch boxen und danach hängt er halt eigentlich wieder nur wie ein nasser Sack irgendwo in der Ecke. Die Leute um ihn herum machen die Story, ob es jetzt Ed Lauter ist oder die hier Martin Balsam und die anderen Bewohner des Hauses.
Er tut halt ehrlicherweise sehr, sehr wenig, es sei denn, es wird von ihm halt irgendeine Form von Action-Sequenz gefordert, dann kann er so halbwegs zumindest abliefern. Jetzt nochmal den Schlussakkord ausgelassen. Und damit ist eben, sagen wir mal, für mich als Zuschauer, der eben auch die ersten beiden Teile eben nicht kennt, nicht nachvollziehbar, wieso eben Paul Kersey eben zumindest so präsentiert wird und warum die Leute so über ihn reden und warum eben Catherine Davis, so heißt die Anwältin, die von Deborah Raffin gespielt wird, ihn so als ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ideales Mannsbild sehen. Weil der Film bietet mir das halt alles gar nicht. Deswegen sagte ich auch vorhin etwas suffisant, dass Charles Bronson da so schlafwandelt durch diesen Film. Er hat seine Momente bis zum Schluss. Und aber er hat eben selten die den Impetus. Und das ist halt dafür bedient sich der Film halt anderer Figuren, inklusive übrigens der Bösewichte, die ich, also gerade hier Fraker, also Gavin O'Hurley, der mit den schlechten Haaren, ja. Der mit den schlechten Haaren, aber sehr viel Werf. Also der weiß ziemlich genau, was für ein Film er ist, und da habe ich so das Gefühl, der hat sich gesagt, wenn ich nie wieder einen anderen Film mache, dann gebe ich hier wenigstens mal alles. Und er tut es. Und da bin ich ihm sehr dankbar für. Genau, aber wie halt ansonsten ist halt die Bronson-Figur für mich relativ belanglos über weite, weite, weite Strecken des Films. Wir sagen, punktiert. Ja? Mhm. Es gibt Momente, die sind halt ziemlich gut. Sein Aufenthalt im Knast zum Beispiel, wo er eben das erste Mal auf Fraker trifft, ja. Das funktioniert sehr gut, zum Beispiel. Ja? Wenn er eben da seine Home Alone-artigen Fallen baut für die alten Herrschaften da, das ist ganz drollig. Ne, da tut er ja auch mal ein bisschen was. Ne? Aber in dem Moment, in dem halt von ihm auch wirklich schauspielerisch was verlangt wird, eigentlich, lehnt er sich ein bisschen zurück und lässt die anderen machen. Ja. Jetzt sagt man ja Charles Bronson nach, und er hat das nie so wirklich dementiert, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt in seiner Karriere einfach nur sehr lukrativ vergütete Rollen angenommen hat, um die Krebsbehandlung seiner Frau Jill Ireland zu bezahlen, die ihm schwer erkrankt war. Und deswegen gibt es eben eine Unmenge einfach an schlechten oder zumindest zweitklassigen Charles Bronson-Streifen aus den 80er, 90er Jahren, von denen man so rückblickend sagt, ja, er hat es ja nur für das Geld gemacht, die brauchten einfach die Kohle. Ja. Der Familie Bronson ging schlecht. Und das mag vielleicht auch so sein. Ich glaube, Death Wish 3 gehört nicht wirklich dazu. Dafür ist er zu hochwertig produziert. Aber, und das muss ich leider sagen, so sehr ich Death Wish 3 mag, und ja, ich finde ihn hochgradig unterhaltsam, also die 90 Minuten vergehen wie im Flug, auch wenn er nicht in jeder Hinsicht hochwertig produziert ist. Also gerade bei während der ersten 3 Minuten, in der er eben diese schlechte Synthie-Mucke ausspielt und Charles Bronson einfach in die Gegend starrend dort in so einem Greyhound-Bus sitzt, frage ich mich, okay, das ist... Habe ich den Film vielleicht doch besser in Erinnerung, als er ist, aber er wird ja dann auch besser. Nichtsdestotrotz, in keiner Minute, außer eben, er hält dieses dicke Maschinengewehr in der Hand und ballert einfach alles nieder, oder er hat diesen dicken Revolver, den er daraus zieht und der auch einen speziellen Namen hat, den ich gerade vergessen habe. Außerhalb von diesen Momenten denke ich mir eigentlich in fast jeder Szene, in der eben schauspielerisches Können gefragt ist, ich wünschte, jemand anders würde seine Rolle spielen. Insbesondere eben bei dem von dir gerade zitierten Fallenbau, wo er dann, also die Fallen funktionieren ja auch, und die auch durchaus zum humoristischen Effekt, also inwieweit es humoristisch ist, dass er eben da quasi ein Auto hinstellt als Köder und dann einfach die Leute, die versuchen, das Auto aufzubrechen, dann erschießt. Ob das lustig ist, darüber kann man streiten. Was aber lustig ist, ist tatsächlich, wenn er dieses Holzklappbretter aufbaut und Menschen damit da von der Brüstung runterhaut und die Zähne des Eindringlings drin hängen bleiben und er das rauszieht und sagt, ha, hier, Zähne. Und ich mir denke, ja, weißt du, das könnte super Szene sein mit ein bisschen komödiantischem Timing. Also so einfach vielleicht auch ein bisschen Augenzwinkern oder so. Aber Charles Bronson spielt das, als würde er eine Dose Ravioli öffnen. Das ist halt einfach richtig, richtig lame. Und es tut mir so ein bisschen leid drum, weil wir haben uns, es ist nicht das erste Mal, dass wir über einen Film mit Bronson sprechen. Ich mag ihn unglaublich als Schauspieler. Ich glaube, wenn er Rollen hat, von denen er auch überzeugt ist und die er gut reinpasst, dann ist er hervorragend. Also ich kann mindestens ein halbes Dutzend Charles Bronson Filme aufzählen, die ich wirklich, wirklich liebe.
Ten to Midnight, Spielplatz Lied vom Tod, Gesprengte Ketten und so. Er ist toll wirklich in diesem Film. Ja, ja, ja. Aber hier hat wirklich eben auf Autopilot und nicht mal das, er scheint einfach wirklich seine Zeit mehr oder weniger abzusetzen und nur ganz leicht mal zu erblühen in kompletter schauspielerischer und charismatischer Größe, wenn es darum geht, Leute umzunieten. Und das kann er, ist leider ein bisschen wenig. Außer den letzten 20 Minuten, wo es eben nichts mehr anderes gibt. Da bin ich dann wieder rundum zufrieden, weil da fliegt einfach so viel in die Luft, da habe ich einfach nur Spaß. Aber bis dahin, ja. Also, ich möchte sagen, anders als der Außenseiter ist der Film auch tatsächlich zu handwerklich, zu mittelmäßig. Es ist die letzte Zusammenarbeit von Bronson Michael Winner, mit dem er viele auch deutlich bessere Filme zuvor gemacht hat. Ist der Film handwerklich zu mittelmäßig, um mich wirklich über ihn zu ärgern. Also wenn hier zum Beispiel Counselor Troy vergewaltigt wird oder Deborah Raffin ins Gras beißt nach dem angedeuteten Coitus mit Paul Kersey, denke ich mir eben, ja, das ist irgendwie zu dämlich, um wirklich zu schockieren. Aber na gut, das kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Es trägt zum Unterhaltungswert bei. Andererseits denke ich mir, ich glaube, der gewünschte Effekt seines Winner und des Drehbuchautors war schon, dass wir da ein bisschen auch mitgehen emotional und das passiert eben einfach nicht. Nicht wirklich. Da ist es eben auch alles so zweckmäßig. Ne? Weil, wie ich ja vorhin schon so richtig gesagt habe, hoffentlich richtig, die Story ist ja nachvollziehbar und sie führt mich von A über B zu C. Und da sind auf jeden Fall 3 oder 4 Gehirnzellen mehr beteiligt gewesen als beim Außenseiter. Aber ist es eben auch alles, ja, das ist es zweckmäßig, ja. Wenn der Kumpel stirbt, wenn die alten Leute überfallen werden, wenn eben die sich auf Maria stürzen, wenn eben irgendjemand Kacke zu Kersey ist. All diese Dinge passieren, die mich als Zuschauer quasi in Wallungen bringen sollen, dann wirken sie auf mich eben ganz, ganz häufig so wie, ja, natürlich muss das jetzt so sein, weil der Film muss mich ja von A über B zu C bringen. Und damit bin ich ja emotional auch ehrlicherweise raus. Fällt mir also auch schwer, mich da in irgendeiner Form wirklich, wirklich so mitnehmen zu lassen, weil es eben nur zweckmäßig ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch dem irgendwas hinzuzufügen habe. Ich habe so viel Spaß mit Death Wish 3 immer, wenn ich ihn sehe. Und tatsächlich, ich möchte nicht mehr überhaupt, dass ich ihn nicht in 1-2 Jahren wieder raushole, wenn ich mir das nächste Mal denke, ach komm, hier einfach mal einmal Hirn durchpusten lassen. Aber es ist halt wirklich, ich merke gerade im Gespräch, ich hab so wenig darüber zu sagen, außer es ist einfach ein Riesenspaß mit einem komplett durch die Gegend schlafwandelnden Charles Bronson, den ich einfach gerne sehe, dafür, dass er Charles Bronson ist, aber nicht in diesem Film. Ja, ja. Also, Ich werde dem nicht nachkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde ihn sicherlich nicht in 2 oder 3 Jahren wieder rausholen. Glaube ich nicht. Dafür mag ich so eine Filme zu wenig. Aber ich hatte jetzt grundsätzlich erstmal Spaß, damit ihn mir anzugucken. Und die letzten 20 Minuten, die bieten ja auch wirklich genug Schauwerte, als dass man da eben zumindest zu dem Aspekt halt wieder zurückkehren kann. Ich meine, ich frage mich bei sowas immer so ein kleines bisschen, warum haben eigentlich Rocker in solchen Filmen nichts Besseres zu tun, als von links nach rechts zu fahren. Also, das ist so, wie viele Filme gibt es, in denen der Hauptdarsteller oder eine andere ins Lieb gewordene Figur irgendwie über die Straße geht, mit aufgerissenen Augen schreckensstarr von links nach rechts guckt, ob der Zerstörung um ihn herum oder sie herum, und dann gibt es halt irgendwelche Rocker, die immer nur von links nach rechts fahren. Immer um ihn rum. Und dann werden über irgendwelche Bretter gefahren und irgendwie so halb in die Luft und dann wieder zurück und dann fahren sie wieder lang und denken mir, ja, so kann man auch einen Nachmittag verbringen. Also seltsam. Ganz seltsam, aber ist halt nun mal so. Ist halt ihr eben auch so. Ansonsten finde ich es halt echt erstaunlich, wie der Film gibt sich ja sehr viel Mühe, über weite Strecken halt ein sehr, sehr enges Netzwerk an Psychopathen, Verbrecherbanden zu knüpfen, zusammengehalten halt von Fraker. Ne? Und dann gibt es halt die Handtaschen rauben, dann gibt es aber auch die Autos aufbrechen, dann gibt es die Leute umbringen und so. Nicht, dass das nicht alle, dass das nicht austauschbar wäre, aber grundsätzlich, ne, das scheint halt einfach, wenn er dann aus dem Knast wieder zurückkommt, ich meine, das ist offenkundig, ich meine, das ist die
die Untersuchungszelle im Polizeirevier. Die tun so, als wäre er irgendwie gerade, keine Ahnung, nach 5 Jahren aus dem Knast rausgekommen. Egal. Aber er hat das Zepter in der Hand und wenn am Ende dann Charles Bronson mit der riesen Wumme durch die Gegend zieht, dann rennt alles durch die Gegend und stirbt. Ja. Und da ist überhaupt kein Kontext, kein Zusammenhalt, keine Organisation zu sehen. Es eskaliert und alle freuen sich auch irgendwo darüber, dass es eskaliert. Ja. Also die Punks reagieren alle mit, ich paraphrasiere, yeah, Party auf darauf, dass eben Charles Bronson und Hernandez, ich weiß nicht, ob er einen Vornamen hat, also sein südamerikanischer Kumpel, der durch die Straßen zieht und eben alles niederballern, also wirklich im wortwörtlich zu nehmen, sie erschießen. Ja. Mit Rodriguez mit tödlich treffenden Kugeln, alles um sie rum und trotzdem laufen oder fahren durch die Gegend mit Yeah. Und die ganze Nachbarschaft, eben auch die rechtschaffenden Leute, holen alle ihre Knarren raus, Baseballschläger, Äxte und sagen, wir sind auch dabei. Und das hat schon Züge einer Szene aus, sowas wie die nackte Kanone. Total, ja. Ich dachte auch so bei mir. Der Film reitet ja relativ lange darauf rum, dass Waffen hier verboten seien. Mhm. Wo das herkommt, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt offenkundig so. Aber sie haben alle welche. Natürlich. Ja. Ich finde auch zum Beispiel, weil du vorhin auch sagtest, irgendwie die einzigen sympathischen Figuren, ich bin mir ja nicht so richtig sicher, ob ich die alle so sympathisch finde. Weil spätestens, wenn sie dann eben auch alle Curseys Beispiel folgen und eben auch mit den Wummen rumfuchteln, finde ich sie auf einmal gar nicht mehr so richtig sympathisch. Also ja, die haben ja aus dem Blickwinkel des Films haben die alle ein Anrecht darauf, sich jetzt quasi mordenderweise zu rächen. Also sie und haben Bennett hier Motorshop in die Luft gejagt. Rodriguez Frau wurde vergewaltigt und umgebracht am gebrochenen Arm. Ja, der einen Dame wird die Handtasche geklaut. Genau, und Paul Kossi selber hat ja auch ein schweres Los, denn unmittelbar nach dem Beischlaf mit Deborah Raffin, also Catherine Davis, ist sie auch weg vom Fenster. Die fährt mit 3 Stundenkilometer in ein anderes Auto rein und beide Autos explodieren. Ja. Was mich auch ein bisschen an Top Secret erinnerte, aber na gut. Genau, nee, also, du hast natürlich völlig recht, aber das ist ja das, was ich vorhin sagte. Du musst dich auf diese Prämisse einlassen. Und dann funktioniert es ja auch wieder. Sobald du halt irgendwie anfängst, das habe ich ja gerade getan, daran rumzukritisieren, funktioniert es eben nicht mehr. Und diese Vigilanten-Gang an alten Herrschaften strapaziert das ehrlicherweise für mich ein bisschen zu weit. Mhm. Genau. Aber ja, natürlich sieht das gut aus. Natürlich macht das Spaß, Charles Bronson mit dieser Wumme zu sehen, die halt von Rodriguez, gespielt von Joe Gonzalez, gefüttert wird mit überhaupt auch diese Robocop-Wumme, mit der er danach dann irgendwie. Ja. Auch das ist natürlich ziemlich. Irgendwie ist es cool, ne? Wenn alles ballert auf ihn ein und er steht da halt nur und legt einmal an, macht einmal brrrt und wie fallen 5 Leute um. Das ist klar. Ja. Er macht eine wahnsinnig gute Figur in genau diesen Szenen. Es sind ein paar sehr hübsche Stunts mit dabei. Sie holen alles raus aus diesem einen kleinen Outdoor-Set, was sie da halt haben. Ist hübsch. Ich finde den Abgang von Fraker nicht so gut, wie er hätte sein können. Ich meine, war mir schon klar, dass halt dieser Raketenwerfer da gegen ihn zum Einsatz kommt am Ende. Aber dass sie es natürlich genau in seiner Wohnung machen, fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Also ganz abgesehen davon, dass ich glaube, er hätte vermutlich mit dem einen Schuss hätte er eben nicht nur Fraker, sondern eben auch noch Shriker und sich selbst irgendwie zu einem Häufchen Asche befördert. Mhm. Aber nur so ist es halt ein großes Loch in der Wand. Interessanterweise finde ich natürlich auch spannend, dass alle Straßenpunks da irgendwie sofort wissen, dass Fraker gerade in die Luft geflogen ist. Ja, klar. Das sind halt so Probleme im Storytelling, die man dann im Schnitt löst, weil der Film handhabt das ja so, dass man tatsächlich den Akt des Paul Kersey erschießt Fraker gar nicht sieht, sondern man sieht dann einfach nur, wie er zum Raketenwerfer greift und das nächste ist eine Einstellung, wie eben die Fassade explodiert.
Und man kann sich den Rest herleiten. Genau. Wird natürlich auch so nicht funktioniert im wahren Leben, aber das wahre Leben ist ja eh scheiße, ja. Von daher. Ja. Also die filmische Realität viel interessanter. Ja, ja. Nun gut, aber dann ist der damit ist der Film aber eben auch erledigt und Kersey kann mit seinem Koffer dann wieder von dann ziehen, nachdem Shriker ihm ein bisschen Zeit verschafft hat, der eben auch kurz vor Ende dann auf einmal die Seiten wechseln muss. Vorher war er nicht so ein geiler Typ. Ja. Ehrlicherweise, als wenn Charles Bronson da irgendwie loszieht, hätte ich habe für eine Sekunde irgendwie dieses The Lonely Man oder so Thema aus dem Hulk erwartet. Ach ja, tatsächlich, okay. Ich dachte bei mir, das ist so. Ich fand es aber so passend, ne? Weil wir sind ja eben, wie gesagt, im dritten Teil einer Reihe. Wir wissen heute, dass es noch zwei Teile gibt, offenkundig. Aber es wirkt eben auch wie das Ende einer Folge, einer Serie, die halt nichts anderes zu tun hat, als die Figur von in jeder Episode an einen anderen Ort zu finden. Am Ende läuft er dann wieder über die Straße und wird per Anhalter irgendwie mitgenommen oder sowas. Wie halt der Hulk oder das A-Team oder was weiß ich. Wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass ich keinen Spaß dran hatte, auch wenn das halt so grundlegend erstmal nicht meine Art von Film ist. Ich habe natürlich immer mein grundlegendes Problem einfach mit der Prämisse, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Aber ich wusste ja, worauf ich mich hier einlasse. Von daher habe ich so versucht, meine Bedenken zur Seite zu schieben. Wer Lust hat auf noch mehr Deathwish, dem kann ich tatsächlich auch den ersten und zweiten Teil empfehlen. Den vierten und fünften nur mit größeren Abstrichen. Insbesondere eben der fünfte ist wirklich hart an der Schmerzgrenze. Ich glaube, der ist wirklich von Mitte der 90er. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass eben da Charles Bronson plus minus Mitte 70 war und auch wiederum eine Freundin hat, die ungefähr das Alter von Deborah Raffin hat. Mhm. Die, glaube ich, Modedesignerin ist. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. und Charles Bronson steht auch nur noch hauptsächlich in der Ecke rum. Also einmal gesehen vor vielen Jahren und muss man nicht wiederentdecken. Aber Deathwish 3, wie gesagt, 90 Minuten, die vergehen wie im Flug, bitte. Also meine Empfehlung hat der Film, aber eben auch nicht mehr als ein guckt ihn mal und vergesst ihn dann ruhig wieder. Ja, vielleicht noch mal kurz erwähnt. Ja. Der Film war indiziert. Ja. Bis 2017. Jetzt ist er aufgehoben. Das ist und cool. Ich frage mich ein bisschen, warum. Ich glaube, einfach nur, weil es ein Deathwish-Film ist mit Charles Bronson. Vermutlich. Ja, weil explizite Grausamkeiten sucht man hier vergebens, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das Grausamste, was man wirklich direkt sieht, ist das eine Loch in der Stirn, wenn eben eine von seinen Fallen da irgendwie dem Typen auf dem Dach die Fontanelle perforiert. Die Fontanelle perforiert, sehr, sehr schön. Stichwort Qualität, nächste Woche hoffentlich mehr davon, wobei ich bin mir nicht so sicher. Teaser mal an, was wir vorhaben. Ein Sequel-Anschlag, ja, ich meine, es ist ja natürlich einfach so, in all den Jahren, in denen wir über diese ganzen Sachen reden, haben wir das ein oder andere Franchise ja zumindest schon mal angedeutet oder angefangen, dann irgendwie mehr oder weniger fallen gelassen, auch aus Verfügbarkeitsgründen und anderen Optionen, aber sagen wir mal, die Moda-Ritter kehren zurück nächste Woche. Ja, ja. Ist das Teaser genug oder soll ich es aussprechen? Wir reden nächste Woche über die Rückkehr der reitenden Leichen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals eine so lange Pause hatten zwischen der Besprechung eines ersten Teils und des zweiten. Also wir haben gesprochen über die Rückkehr über die Nacht der reitenden Leichen 2015 und jetzt schlanke 6,5 Jahre später sagen wir, komm, es ist Zeit für das Sequel. Und genau, das wird die Rückkehr derselbigen sein, der reitenden Leichen. Und zum zweiten sprechen wir über Exorzist 2, der Ketzer, eines der am wenigsten geliebten Sequels, möchte ich sagen, der Filmgeschichte. Ich glaube, dieser Titel, auf den haben auch einige andere Filme Anspruch, aber Exorzist 2 ist schon relativ weit vorne, wenn es darum geht, ungeliebte Sequels zu benennen. Also dafür, dass es eben basiert auf so einem großen Blockbuster-Erfolg wie dem ersten von William Friedkin, ist der Teil 2 von John Boorman erschreckend wenig geliebt. Und wir werden über die mutmaßlichen Gründe dafür reden nächste Woche. Ja, ich denke, es wird uns gelingen. Über den ersten Exorzist haben wir ja auch schon vor einer ganzen Weile geredet. Mhm. Ich glaube, der wird ja universal von uns beiden geliebt. Mhm. Beim zweiten, da werden wir mal gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf beide. Ja, ja. Danke für euer Gehör. Unterstützt Daniels Kunst, unterstützt meine Publikation und habt einfach einen wunderschönen Abend. Ja? Bis denn. Bye, bye.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!